Willkommen Leute zu einer weiteren Folge von meinen negativen Toplisten. Und zwar dieses Mal zu den 10 schlechtesten Stufe 7 Synchromonstern. Ich muss sagen, wir haben heute auf jeden Fall einige schwere Schicksalsschläge vor uns. Also es gibt wirklich einige Synchromonster, die dermaßen schlecht gealtert sind, das ist der Wahnsinn. Wir haben viele sehr, sehr alte Deckthemen mit dabei, die teilweise lächerliche Supportkarten haben oder einfach dämliche Strategien. Und all das werde ich heute vorstellen. Weitere Vorschläge für Toplisten könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ich mal behandeln soll. Und ansonsten werde ich am Ende des Videos wie immer die nächste Topliste ankündigen. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt mal mit dem Video. Aber denkt auch bitte an meinen Replay-Kanal, wo ich mittlerweile jeden Tag ein Deckprofil hochlade. Ich denke mal, da ist mittlerweile für jeden was dabei. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal mit der ersten Karte der heutigen Folge. Und wir starten heute mit der Karte Genex Verbündeter Dreikraft. Und da muss man ganz einfach sagen, Genex ist halt ein Deck, was keine Sau spielt. Das ist ein reines Synchro-Deck eigentlich mit sehr, sehr vielen Support-Karten, die sich noch gegenseitig unterteilen und so weiter. Ich will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, das ist wirklich sehr umfangreich, aber wirklich, wirklich nicht gut. Und diese Karte ist halt wirklich eines der bekanntesten Genex-Monster. Und trotzdem finde ich die Karte scheiße. Und warum? Ganz einfach, die Karte hier ist erstens nicht generisch, ja, du musst die bauen durch einen Genex-Empfänger-Monster. Und dann bekommt sie quasi Effekte basierend auf den Nicht-Empfänger-Materialien, die sie benutzt hat. Für ihre Summon. Und wenn ein Erdemonster dabei war, dann kann die Karte safe angreifen relativ, außer halt gegen Monster-Effekte, die werden nicht aufgehalten, was ziemlich blöd ist. Wenn die Karte aus Feuermonstern gebaut wurde, dann kann sie Burn-Schaden machen, wenn sie Kämpfe gewinnt. Das ist auch ziemlich random und unnötig, aber okay. Und wenn sie aus Lichtmonstern gebaut wurde, darf sie once per turn ein Lichtmonster wiederbeleben. Was richtig cool ist. Sehr guter Effekt. Aber das Monster kommt leider in verdeckter Verteidigungsposition aufs Board. Was zur Hölle, warum? Das ist mega random, dieses Deck hier ist kein Flip-Deck. Du kannst dieses Monster dann nicht mehr nutzen für irgendwelche Summons oder so, weil es verdeckt da liegt, das ist Bullshit. Ich meine, es gibt vielleicht einen oder anderen Effekt, mit dem man dieses Monster wieder aufdecken kann, natürlich. Aber lohnt sich das? Du gehst quasi wieder minus 1 dafür, einfach nur das eine Material wieder aufzudecken und quasi alive zu machen, was diese Karte alleine nicht hinbekommt, was sowas von nicht zeitgemäß ist, das ist der Wahnsinn. Genex ist halt ein Deckthema, was wirklich nicht gut ist, aber es gibt noch schlimmere Deckthemen und zu denen kommen wir jetzt, weil das Ding ist halt, Genex ist so umfangreich und ein reines Synchro-Spam-Deck, dass man es immer noch bauen kann. Es ist nicht mehr gut, aber man kann es immerhin noch irgendwie sinnvoll bauen. Aber jetzt kommen wir zu einem Deckthema, wo das nicht mehr der Fall ist, wie ich finde. Und das ist halt einfach Vylon, weil Vylon ist ein Deckthema, das ist ebenfalls recht umfangreich und spielt das irgendjemand? Ich muss sagen, ich spiele Yu-Gi-Oh! Jetzt schon seit vielen Jahren, auch online regelmäßig und ich glaube, ich habe noch nie ein Vylon-Deck online gesehen. Das ist halt wirklich sowas von irrelevant, das ist der Wahnsinn. Es ist ein Ausrüstungsdeck und diese Karte hier, Vylon Delta, kann einfach in der Endphase eine Ausrüstung raussuchen, wenn sie offen in Death da liegt. Okay. Die Karte ist relativ generisch, ja, man braucht aber Lichtmonster für sie und das ist schon mal nicht so toll, aber was will man da raussuchen, ist die Frage. Was möchte man raussuchen? Man sucht in der Endphase. Das ist so schlecht, ich meine, der Gegner kann sich darauf vorbereiten. Wenn man beispielsweise Mondspiegelschild legt, ja toll, der Gegner weiß Bescheid, dass ihr das nächste Runde habt und wird Vorbereitungen treffen. Er wird nichts bauen, was man damit leicht outen kann, das ist halt ziemlicher Nonsens. Und die ganzen Karten des Themas, die Ausrüstungen, die kann ich alle nicht wirklich ernst nehmen, muss ich sagen. Also Vylon ist halt ein Deckthema, das konnte ich noch nie ernst nehmen. Das ist wirklich so schwach konstruiert einfach. Und auch wenn ich es cool finde, dass es Ausrüstungsdeckthemen gibt, ist das hier viel zu underpowered und braucht dringend Support. Noch schlechter ist allerdings in meinen Augen die Karte Vylon Sigma. Und diese Karte kann sich vom Deck mit einer Ausrüstungskarte ausrüsten, wenn sie angreifen sollte und sie das einzige Monster ist, das man kontrolliert. Toll. Man darf nur diese Karte kontrollieren mit 1800, sie muss angreifen und darf sich dann mit einer Karte ausrüsten. Was soll das sein? Mal ganz im Ernst, ich meine, die besten Ausrüstungen sind halt sowas wie Mondspiegelschild. Aber die sind auch nicht impressive, wenn das das einzige ist, was du kontrollierst, das ist Bullshit. Und du kannst natürlich die Karte ausrüsten mit beispielsweise 5 verschiedenen Ausrüstungen, dann ist sie OP. Aber das kannst du über jedes andere Thema auch sagen. Weil du kannst einfach irgendwo irgendwelche Ausrüstungen spielen und das wäre wahrscheinlich genauso gut letztlich und vielleicht sogar besser, weil man die richtigen Spam-Karten benutzt und so weiter. Und naja, wenn dieses Monster mal sterben sollte mit 4-5 Ausrüstungen, gehst du minus 5 oder so und hast sofort verloren. Das ist halt einfach nicht gut. Ich muss sagen, sowohl Sigma als auch Delta kann ich nicht ernst nehmen, kein gutes Deckthema. Aber wir kommen jetzt zu einem Thema, was ich ehrlich gesagt fast noch weniger ernst nehmen kann, weil es einfach nur für 2 Karten bekannt ist, die halt relativ generisch sind.
Und das ist halt das Deckthema Nebeltal. Und das kennt man vor allem halt wegen dem Goldadler, der sehr bekannt ist in Pendeldecks, und auch wegen dem Field Spell, der gut ist in beispielsweise Yuzhenyu, beziehungsweise damals war der mal gut dort. Und ja, diese Karten sind generisch und teilweise sinnvoll, aber das Deckthema an sich spielt das irgendein Mensch, also wirklich. Aber okay, die Karte hier wird gebaut aus Nebeltal Lichtempfängermonstern. Sie ist schon mal nicht generisch und der Effekt ist ziemlich kurz, deswegen lese ich ihn mal vor. Once per turn, du kannst eine Karte wählen, die du kontrollierst, gibst sie auf die Hand zurück und diese Karte erhält bis zur Endphase 500 Attack. Du kannst diesen Effekt von dieser Karte hier im Spielzug beider Spieler aktivieren. Was schon mal ganz nett ist, aber die Karte hier hat Stand 3100. Sie ist ein reiner Beatstick, der Karten bounced. Es gibt einige Effekte beim Nebeltal-Deckthema, die Karten bouncen wollen. Das ist so ein bisschen die Mechanik des Themas. Aber wie gesagt, das Thema ist so klein und so irrelevant, dass es keiner nutzt. Und es gibt halt so viele gute generische Karten, dass ich fast schon sagen würde, dass es keinen Sinn gibt, selbst in einem Nebeltal-Deck diese Karte hier öfters mal rauszubekommen. Ich meine, das Deck pur zu bauen dürfte normalerweise gar keinen Sinn machen. Das Deck irgendwie als Themenmix zu bauen, könnte sinnvoll sein. Aber dann stelle ich mir vor, dass halt der andere Teil vom Themenmix eigene Bossmonster hat, die wesentlich besser sind. Und generische Synchromonster gibt es halt auch, ne? Black Rose oder Clearwing oder sonst was. All diese guten Stufe 7 Monster, die halt im Extra-Deck existieren bei den Synchromonstern, sind 10-mal relevanter als sowas hier. Ich meine, du kannst eigene Karten bouncen und bekommst einen minimalen Buff. Die Karte hat keine Schutzeffekte und ja, sie triggert teilweise Effekte, aber ich weiß nicht. Ich denke, dass da so ein Bossmonster wie der Goldadler 10-mal besser liegt und dann auch eine Interaktion ist quasi. Bisschen schwierig, die Karte zu bewerten, muss ich sagen, aber ich persönlich finde halt, dass die Bylon-Karten für ihr Thema irgendwie mehr gemacht haben. Kommt mir das so vor? Wie gesagt, das Thema ist sehr unbekannt und deswegen kann ich das so schwer bewerten, aber ich glaube, man kann meine Meinung schon nachvollziehen. Doch mal ganz im Ernst, Leute, kann mir irgendjemand erklären, warum diese Karte hier so unfassbar schlecht ist? X-Sable Zosa. X-Sable Zosa kann X-Sable Monster wegtributen, um einen dieser Effekte zu aktivieren. Er hat zwei verschiedene. Der erste ist, dass die Karte quasi, wenn sie gegen ein Monster des Gegners kämpft, das sofort zerstören kann. Was schon mal nicht wirklich gut ist, aber okay. Und der zweite Effekt ist halt, dass die Karte nicht durch Falleneffekte zerstört werden kann. Das war vielleicht damals mal okay, aber heutzutage, ach du Scheiße, ist das schlecht. Dieser Schutzeffekt ist quasi gar nicht existent. Ich meine, natürlich kannst du dann quasi nicht mehr durch eine normale Spiegelkraft sterben. Aber du kannst sogar noch an beispielsweise stürmische Spiegelkraft sterben, ja? Die Karte ist nicht mehr immun gegen alle Falleneffekte. Die kann nur nicht mehr von denen zerstört werden. Das ist kompletter Nonsens. Die wichtigsten Fallenkarten zerstören nicht einfach so. Die machen andere Sachen mit dir. Und dass diese Karte safe gegen Monster gewinnen kann im Kampf, das ist einfach überhaupt nicht gut. Ich meine, das ist eine Zerstörung. Die wichtigsten Monster sind dagegen immun, das muss man einfach so sagen. Und du kannst halt somit safe Kämpfe gewinnen. Es gibt so viele Karten, die das besser machen können. Es gibt auch beispielsweise Mondspiegelschild und sonst was, wie gesagt. Und die Karte kann einfach so weggeballert werden. Sie ist nicht wirklich immun gegen irgendwas. Monstereffekte treffen sie ebenfalls, also wo ist der Sinn davon? Und du gehst dafür sogar noch minus 1. Ich meine, why the hell ist das so? Ich verstehe das nicht. Du gehst für die Summon dieser Karte bereits minus 1, weil du musst halt zwei Monster wegmachen und die Karte ist nicht mal generisch. Da musst du nochmal ein X7-Monster wegtributen und gewinnst dann einen Kampf. Ich meine, das ist halt eher minus als neutral zu gehen, fast schon. Das ist wirklich nicht gut. Ziemlich unterhaltsam finde ich allerdings die Karte Geladenes Zweihorn, weil diese Karte einfach so ein bisschen eine Fun-Karte ist. Das Ding ist, die Karte hier ist leider nicht generisch, ja? Und das zerstört komplett ihr Einsatzgebiet, wie ich finde. Das Ding ist, wenn die Karte zerstört werden sollte durch den Gegner, dann müssen beide Spieler 7 Karten millen. Das heißt, die Karte hat Potenzial in Deckzerstörungsdecks. Das Ding ist halt, diese Art von Deck ist heutzutage unspielbar, weil alle relevanten Karten so ein bisschen schlecht sind, ne? Die halt damit zu tun haben. Beispielsweise Nadelwurm, Flipmonster. Ist einfach Bullshit. Warfing Jar ist auf 1. Den zieht man wahrscheinlich gar nicht. Warfing Jar 2 ist verboten. Den haben wir gerade gar nicht. Also es gibt nicht wirklich geile Karten dafür. Und geladenes Zweihorn muss durch den Gegner zerstört werden. Das ist schon mal blöd. Das Ding ist halt nur okay, das kann man bewerkstelligen, indem man einfach dem Gegner beispielsweise einen starken Kaiju gibt und dann in den reinrennt. Das kann man machen. Dann werden 7 Karten gemillt. Aber warum zur Hölle muss man die Karten das Ungeheuer einbauen? Ganz einfach, weil sie halt zu den Einhornkarten zählt. Das ist so ein bisschen eine Kartengruppe, die ziemlich unbekannt ist. Und die hat, glaube ich, immer mal wieder was mit Ungeheuern zu tun. Und das ist halt Bullshit, weil du kannst halt in dieses Deck nicht irgendwie auch noch diverse Ungeheuer reinquetschen. Wenn die Karte aus Insekten gebaut werden würde, dann könnte man, mein Gott, so Sachen wie Nadelbaum verwenden. Okay, das wäre zumindest Teil des Themas so ein bisschen, beziehungsweise Teil dieser Deckidee. Aber so, die Karte zu inkluden, das ist ein bisschen weit hergeholt, finde ich. Also,
Das ist nicht gut. Ich würde sagen, geladenes Zweihorn hat noch Potenzial für Fundex, weswegen ich die Karte jetzt nicht so krass bestrafen möchte. Aber ich finde die Karte auf jeden Fall schlechter als die ganzen Themenkarten, die wir gerade gesehen haben, weil die einfach wirklich nicht gut durchdacht ist. Als nächstes haben wir jetzt mal wieder eine Karte, die halt so ein bisschen zu keinem Thema gehört, die aber einfach nicht gut ist, und zwar die Karte Tollkühner Draufgänger. Und die Karte wird gebaut aus Kriegern. Sie ist also spielbar quasi in jedem Krieger-Synchro-Deck. Davon gibt es nicht viele, aber okay, nehmen wir das mal so hin. Die Karte kann nicht durch Kampf zerstört werden von stärkeren Monstern. Und wenn der Gegner die Karte angreifen sollte mit stärkeren Monstern, dann verliert er wahrscheinlich sein Monster, weil die dann zerstört werden. Das Ding ist halt, das ist mal wieder nur eine Zerstörung, was nicht gut ist. Und die Karte muss angegriffen werden. Warum zur Hölle? Wieso kann sie nicht selbst in Monster reinrennen und dann quasi diese Monster zerstören? Das wäre halbwegs sinnvoll, aber so ist die Karte einfach Bullshit. Der Gegner wird die Karte niemals irgendwie angreifen mit Monstern, die er nicht verlieren möchte. Er wird einfach Cerberus bauen oder beispielsweise Kaliber-Ladedrache. Und das war's dann komplett mit der Karte. Die Karte ist halt einfach nicht gut. Sie gehört zu den schlechtesten generischen Krieger-Support-Karten und ich habe die Karte noch in keinem einzigen Deck gesehen. Doch mal ganz ehrlich, Freunde, fast alles ist besser als Seaman der Affenkönig. Ich meine, was zur Hölle. Die Karte kann halt safe angreifen. Das ist schon mal ganz nett. Aber das kann Armades auch, ja? Ein anderes Synchromonster, was sogar noch günstiger ist. Und diese Karte hier kann Angriffe abfangen, indem sie Minus geht. Ja, nice. Das ist halt sowas von schlecht. Ich meine, es gibt halt Stall-Karten, die einfach logischerweise ganze Battle-Phasen skippen können. Das habe ich jetzt schon diverse Male erklärt auf diesem Kanal. Und diese Karte hier fängt jeden Angriff einzeln ab und geht dafür Minus. Was zur Hölle? Wieso kann sie nicht einfach zweimal oder so pro Battlephase Angriffe aufhalten gratis? Dann wäre die Karte immer noch scheiße. Aber nicht mehr so peinlich, dass ich sie so krass bestrafen muss. Weil Seaman der Affenkönig ist halt einfach ein Dark-Synchro-Monster aus dem Anime. Es ist so schade, dass die Karte dermaßen Bullshit ist, also wirklich. Und wie gesagt, dieses Safe-Angreifen, das ist nicht gut, das ist wirklich nicht impressive. Und die Karte ist nicht mal ansatzweise generisch. Du musst die Karte bauen aus einem Finsternis-Empfänger und einem Nicht-Empfänger-Monster vom Typ Ungeheuer. Was soll das? Ich meine, die meisten Ungeheuer sind halt Erde. Seaman ist auch Erde. Das ist halt irgendwie ungünstig, dass man dann noch irgendwie halt ein Finsternis-Empfänger-Monster reinbauen möchte. Aber naja, das ist halt einfach Dark-Synchro. Und ich muss sagen, ich kann diese Karte hier in keinem einzigen Deck empfehlen. Nicht mal vor einer Weile, ja, die war eigentlich noch nie wirklich gut. Weil diese Effektkategorie einfach viel zu schwach ist. Die restlichen Karten machen jetzt allerdings fast gar nichts mehr. Und da kommen wir jetzt zu der Karte Jurassia Giganotto. Und diese Karte pusht einfach nur Jurassia Monster minimal. Das war's. Die Karte macht wahrscheinlich die meisten Monster so ungefähr 600 bis 1000 Punkte stärker. Und das ist nicht ultra schlecht. Also für das Thema ist es vielleicht für einen Beatdown manchmal angemessen. Aber wie soll die Karte jemals gegen generische Karten unserer Zeit mithalten können? Also wirklich, das ist halt einfach peinlich. Und sobald du halt irgendwie 3 bis 4 Monster damit pushen kannst, ja, dann machst du wahrscheinlich insgesamt 4000 mehr Schaden. Aber wenn du 4 Monster kontrollierst, kannst du einfach heutzutage auf Boreal Sword gehen und mit dem alleine schon 6000 Schaden machen. Das ist halt einfach ein Totschlagargument, muss ich sagen, und das macht diese Karte ziemlich obsolet. Und der erste Platz geht heute an die Karte Psi-Lebenstrancer, und da muss ich ganz einfach sagen, hat die Karte ein Einsatzgebiet? Also die Karte kann ein Psi-Monster im Grave verbannen, um 1200 Lifepoints zu generieren. Sie ist sogar generisch und sie hat 2400, also man kann sie schon beschwören, aber was bringen dir diese Lifepoints? Also wirklich, das ist halt nicht mal viel. Wenn du irgendwie wenigstens 2 bis 3000 Lifepoints bekommen würdest, okay, dann kann man die Karte noch irgendwie nutzen für einige Sachen, aber so, ich meine, das ist fast nichts. Und ich weiß, dass Psi-Monster gerne mal mit Lifepoints spielen und so, aber das ist einfach nicht zeitgemäß, muss ich sagen. Es gibt vielleicht die ein oder andere Combo, wo man die Karte considern kann, die ich gerade nicht im Sinn habe. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Aber eine krasse Karte ist die Karte trotzdem nicht. Sie kann zwar gezielt eine Karte banishen, aber das können andere Karten auch. Also seid mal ein bisschen kreativ. Wenn die Karte wirklich ein Einsatzgebiet hat, das sinnvoll ist, dann will ich die Karte nicht so sehr schlecht reden. Aber stark ist sie auch da nicht wirklich. Also naja, wer spielt Psi, sagen wir es so. Ist halt einfach ein komischer Haufen teilweise. Und dieses reine Lifepoints generieren, generiert halt gar keinen Kartenvorteil bzw. irgendeine Art von Relevanz. Das war's aber auch schon mit der heutigen Topliste. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Karten, die ich heute genannt habe, in die Kommentare, so wie immer. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter mit der nächsten Topliste. Und die werde ich jetzt wieder ankündigen. Und zwar wird die sich drehen um die 10 schlechtesten Fragezeichen-ATK-Monster. Wir hatten ja quasi das Gegenstück zu dieser Topliste beim letzten Mal, bei den positiven Toplisten.
Und das hat euch ziemlich gut gefallen, deswegen dachte ich mir, kann ich da mal über ein paar peinliche Karten reden. Und ich muss sagen, es gibt so schlechte Fragezeichen-ATK-Monster, das wird echt unterhaltsam. Also schaut auf jeden Fall da mal vorbei, wenn das mal raus ist. Und denkt doch bitte an den Replay-Kanal, wo ich mittlerweile jeden Tag ein Deckprofil hochlade. Und da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal mit einem anderen Video. Und an dieser Stelle auch Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor. Und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.